Schön, dass ihr wieder reingeklickt habt bei Nu Wieso News. Ja, diese Woche wieder mit Frank Stoner bei Stoner Frank und Frei. Und Robert Stein hat sich mit unserem Lieblingsthema, dem 11. September, beschäftigt. Beginnen möchte ich diese Woche aber mit einem Neuzugang. Wir hatten ja bei dem Start von unserem Livestream-Programm vor 3 Monaten dazu aufgerufen, uns ja neue Sendeformate zu schicken und Ideen für all das, was wir hier bei Nu Wieso umsetzen können. Und Kati Pfau war ja damals die Erste, die ein neues Format bei uns gefunden hat. Und diese Woche präsentiere ich einen Neuzugang in der Nu Wieso-Familie, Michael Oettel. Er will uns mehrmals im Monat sein neues Format Flugmodus präsentieren. Wenn dich jemand fragt, was du werden möchtest, dann hast du als Kind tatsächlich noch Träume und hast zum Beispiel vielleicht gerade Feuerwehrmann Sam, eine beliebte Kinderserie, geguckt und sagst, ja Mann, Feuerwehrmann will ich unbedingt mal werden, weil du damit assoziierst, die retten Menschen. Das ist cool, das ist ein wertvoller Beitrag für die Gesellschaft, ohne dass du weißt, was ein Beitrag für die Gesellschaft in dem Alter ist. Aber dein Kinderherz sagt dir, das ist ein Job, der eine Erfüllung oder einen gewissen, eine gewisse Aufgabe hat. Und je älter man wird, und viele werden es wahrscheinlich kennen, auch ich bin in den Kreis und den Strudel geraten, man fühlt sich ein wenig unter Druck gesetzt. Nicht nur von sich selbst, sondern auch von Eltern, von Familie. Du bist 25, du hast immer noch nichts beendet und so weiter und so weiter. Muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich nicht schlimm. Während unsere Eltern und unsere Großeltern zum Beispiel ein so großes Spektrum an möglichen Ausbildungen und so weiter und anderen Sachen hatten, haben wir, während wir oder nachdem wir heute aus der Schule kommen, ungefähr ein so großes Spektrum. Ja? Die Welt hat sich geöffnet. Es gibt so viele Möglichkeiten und einfach, sagen wir, zu Ostzeiten oder nach der Wende, zu Ostzeiten gab es in den 70ern die Einwanderungswelle. So, nach der Wende wurden viele Leute umgeschult. Leute, die vorher auf der RPG, also im Osten, auf dem Land gearbeitet haben, waren auf einmal verbeamtet und saßen im Büro. Das sind halt einfach Dinge, da sind die so reingestolpert. Das System war gerade im Umbruch und die Stellen waren da. Heute kannst du von der Uni kommen und ich wüsste, wenn ich heute nochmal 18 wäre und nach der Schule mir überlegen müsste, was ich werde oder welchen Weg ich einschlage, ich wüsste es tatsächlich nicht. Ich für mich, unabhängig von dem, was ich heute gelernt habe und weiß, was Geld bringt, würde mich tatsächlich nochmal für Bootsbau interessieren. Unglaublich geiler Beruf, wirklich ein wunderschöner Beruf. Oder Botanik studieren. Ich habe sehr, sehr große Freude daran gefunden, nicht nur neben dem Studium oder auch so zu Hause wirklich einfach Pflanzen leben, blühen zu sehen, zu wissen, was die brauchen. Wenn man eine Pflanze sich zum Beispiel hier bei uns in unseren Gefilden hält, die vielleicht aus Spanien oder aus Afrika kommt, dann kann man die nicht einfach so stehen lassen. Man muss sich wie um seinen Hund oder um ein anderes Lebewesen kümmern, sich damit beschäftigen. Und so sehe ich auch den zweiten Punkt und da geht es um Sensibilisierung. Obwohl ich noch gar nicht weiß, ob ich Konditionierung abschließen sollte. Aber ich will euch damit letztendlich sagen, dass die Konditionierung, die ihr von außen erfahrt, über Druck, Politik, Wertevorstellung, das muss nicht sein. Wichtig ist wirklich, dass ihr das macht, worauf ihr Lust habt. Und dass ihr nichts macht, wozu ihr euch zwingen müsst. Weil wenn ihr euch zu irgendwas zwingen müsst, dann habt ihr einfach kein gutes Ergebnis. Deswegen auch einfach versuchen, mal dieser Konditionierung der Medien ein bisschen nicht zu entsagen, aber zu hinterfragen. In dem Sinne, dass was wollen die mir damit sagen? Weil wenn ihr Werbung oder irgendwas guckt, es hat ja eine Wirkung auf euch. Und diese Wirkung mal bewusst wahrnehmen, und wirklich mal bewusst in euch lassen und zuhören, in welche Richtung ihr gerade denken sollt und ob das gut ist, in diese Richtung zu denken. Drei Episoden von Flugmodus haben wir mit Michael bereits abgedreht. Diese gibt es jetzt in unserem Nu Wieso Plus Bereich und für alle Kanalmitglieder in unserer YouTube-Community. Ja, und wir sind natürlich sehr gespannt auf eure Reaktion. Wie findet ihr das neue Format? Schreibt es am besten als Kommentar direkt unter die Videos von Michael Oettel. Ja, und
Wenn wir schon bei Neuigkeiten sind, möchte ich diese Woche noch ein neues Format präsentieren. Und dieses beschäftigt sich mit dem deutschen Legenden- und Märchenschatz, ja, der ja heutzutage immer mehr verloren geht, weil sich immer weniger Menschen mit zum Beispiel Märchen beschäftigen. Und genau das hat sich zur Aufgabe gemacht, unsere Kati Pfau, auch Märchenfee genannt, ihr neues Format Märchenzeit, Urwissen der Menschheit, startet jetzt am ersten Advent mit der ersten Ausgabe. Wir schauen mal rein. Habt ihr es bequem? Sitzt ihr gut? Dann spitzt eure Ohren. Frau Holle erzählt uns natürlich von der großen Göttin, der Holden. Und in allen Geschichten, wo die Göttin selbst auftritt, geht es immer um tiefe Lebensweisheiten, um das Wissen, um ein gelingendes Leben. Was ist das nun für ein Märchen? Da am Anfang gleich das Mädchen sich an einer Spindel blutig sticht, geht es wohl hier um die Geschichte vom Werden eines Mädchens zu einer Frau und wie das gelingen kann. Auch das Spinnen ist eine typisch weibliche Handlung. Ich kenne keine Geschichte, in der ein Mann am Spinnrad sitzt. Nun springt sie also in den Brunnen und kommt gar nicht in der Tiefe an, sondern auf einer blühenden Wiese. Die Wiese, das ist der Frühling. Das sind die Jahreszeiten, so wie der Backofen der Sommer ist, der Baum der Herbst und das Haus bei Frau Holle mit den Betten, die aufgeschüttelt werden müssen, das ist der Winter. Aber das Ganze kann auch auf Seelenebene gedeutet werden, die Jahreszeiten des Lebens. In allen Jahreszeiten haben wir eine andere Aufgabe, etwas zu tun. Im Frühling stehen wir auf und gehen los. Im Sommer kümmern wir uns um die Ernte. Da ist auch Hitze da. Es ist ja auch manchmal verbrennen und schmutzig werden. Auch im Herbst ist Arbeit angesagt. Aber da haben wir schon den Apfel, die Frucht des Lebens überhaupt, jedenfalls hier bei uns in Mitteleuropa. Und im Haus von Frau Holle, da sind wir wieder zurück, daheim, bei der Göttin, wenn wir am Ende unseres Lebens zu ihr zurückkehren oder wohin die Seele auch immer gehen möchte. So kann man, wie in allen Märchen, verschiedene Deutungsmöglichkeiten finden. Das Mädchen also, das Erste, tut alles, was nötig ist, um zu wachsen und zu reifen. Gerade die Zeit zwischen Mädchen und Frau, das ist eine Zeit, da ziehen sich die werdenden Frauen innerlich oft zurück. Und das tut auch ganz gut, abzutauchen und nur mal mit sich beschäftigt zu sein. Und damit kann man das Märchen auch deuten für ältere Frauen, für jede Lebensphase, auch für Männer natürlich. Es gibt immer wieder Zeiten im Leben, da braucht die Seele Zeit für sich selbst. Da müssen wir mal abtauchen. Und wenn wir das tun, dann können wir zur Göttin gehen, zur Urweisheit des Lebens. Und wenn wir das tun, dann können wir diesen Weg gehen, durch den Frühling, den Sommer, den Herbst und den Winter. Aber an keiner Stelle wird uns erspart bleiben, das zu tun, was dran ist. Aktiv zu werden, ob nun im Innen oder im Außen. An jedem Adventssonntag jetzt im Dezember erwartet euch eine neue Ausgabe von Märchenzeit, Urwissen der Menschheit. Bitte abonniert den Kanal von Märchenzeit und
Wir hoffen natürlich, dass euch auch dieses Format gefällt, denn im deutschen Legenden- und Märchenschatz, speziell der Gebrüder Grimm, steckt wirklich eine Menge Weisheit und man kann sehr viel daraus lernen. Ja, und kommen wir gleich zum nächsten Thema. Frank Stoner war wieder da. Er hatte sich ja in den vergangenen Wochen mit den großen Religionen des Christentums und des Islams beschäftigt. Und diese Woche hat er ein besonders heißes Eisen angefasst. Er hat sich mit diabolischen Sekten innerhalb des Judentums beschäftigt. Da spielt das Jahr 1666 eine große Rolle und die Kabbala. Wir schauen mal rein. Diese ganze Idee, diese Bewegung von Sabbatai Zevi, das hat auch schon gewisse Vorläufe auch im Judentum. Es ist nicht so, dass er sich das von einem Tag auf den anderen ausgedacht hat. Die ideologischen oder theologischen, sollte man besser sagen, Vorfahren oder Vordenker von dieser Sabbatai-Bewegung, die finden sich in der Bewegung der Kabbala. Habt ihr bestimmt auch schon oft gehört, Kabbala, Kabbalistik, Kabbalisten. Das ist im Grunde eine jüdische Schule von Esoterik, Magie, würde ich auch sagen. Und das ist aber noch nicht besonders alt. Die Kabbala, das ist, würden wir zeitlich einordnen in dem, was wir als Mittelalter sehen. 10., 11., 12. Jahrhundert. Das war die Zeit der großen Kabbalisten. Und überwiegend in dem, was heute Spanien ist, Nordafrika vielleicht auch noch. Dort ist so die Kabbala entstanden. Und das wichtigste Buch der Kabbala, das ist der Zohar. Der Zohar. Aber das müssen wir wirklich verstehen. Der Zohar ist ein Buch aus dem Mittelalter. Das ist nicht Moses oder sowas, weißt du, diese ganzen alten Geschichten. Der Zohar ist ein mittelalterliches Werk. Du kannst im Grunde genommen sagen, in der jüdischen Geschichte, du hast die Tora, das, was wir als Altes Testament kennen, so, das ist richtig alte Texte. Es geht nicht darum, wer die geschrieben hat, das ist immer ein anderes Thema und so weiter. Also ist es wirklich Gottes Wort? Ich glaube es nicht, aber es sind halt alte Texte. Und das ist das Fundament, das ist das ganze Alte. Und dann ging die Entwicklung weiter und kam irgendwann eher so der Talmud. Der Talmud ist dann nicht so alt wie die Tora. Das sind ja neuere Texte, aber jetzt aus unserer Sicht auch schon alt. Talmud, das geht zurück, babylonische Zeit, also dass die Juden im babylonischen Exil waren, das ist alles noch vor den Römern. Und dann auch in der Zeit, über Jahrhunderte sind auch diese talmudischen Texte entstanden. Und dann kam aber eben noch, und das sind wir in einer völlig anderen Zeit, in dem, was wir Mittelalter nennen, der Zohar auf. Jüdische Kabbala. Und diese Leute wie Sabbatai Zevi, die beziehen sich alle nur auf die Kabbala. Die haben gesagt, diese alten Sachen, mit denen, die brauchen wir nicht mehr. Es geht nur noch um die Kabbala. Und um genauer zu sein, das habe ich mir auch noch aufgeschrieben, dass ich nicht falsch sage, es ist die lurianische Kabbala, die, wenn ihr euch genauer damit beschäftigen wollt, die sozusagen das theologische Konstrukt gegeben hat, in dem sich dann Leute wie Sabbatai Zevi so entfaltet haben. Die lurianische Kabbala, benannt nach Isaac Luria, aus dem 16. Jahrhundert, der hat so 50, 60 Jahre vor ihm hier gelebt. Und man kann sagen, und ich bin da kein Experte drin, sage ich euch ganz ehrlich, weil da kannst du auch dein Leben lang studieren und lernen, wenn du dich mit diesen Dingen beschäftigst. Kabbala, dieses System von Kabbala, ist auch faszinierend. Und ich sage auch hier keineswegs, dass das alles irgendwie böse wäre. Keineswegs. Ich sage aber, dass es innerhalb dieser kabbalistischen Strömung eben auch ein paar Leute gab, die seinen extremen Weg gegangen haben, eben diesen linkshändigen Weg, dieses Umkehren. Ne? Und es ist wohl besonders diese Kabbala von Isaac Luria, die dafür die Chance gibt, weil sie eben davon schon spricht. Und ich will es nicht, jetzt steige ich dann doch ein, aber ich will es eigentlich gar nicht, weil es wirklich schwierig ist. Und weil ich mich dann auch vielleicht auch fehlerhaft äußere, weil ich bin kein Kabbalist. Aber so die Grundidee ist halt, dass Gott diese Welt verlassen hat und so, dass es da so eine Trennung gibt. Und dementsprechend haben die dann daraus dann ihre Theologie entwickelt. Aber diese Theologie, die Leute entwickelt haben, die ist zutiefst destruktiv. Befreiung durch Sünde, da sollten wir uns die Alarmglocken hochgehen. Weil das sind also Leute, die für alle möglichen Verbrechen eine theologische Legitimation haben. Die alten Gebote, jetzt beim Judentum, nehmen wir 10 Gebote, da ist dann sowas, du sollst nicht töten. Im Sinne von diesen Leuten findet eine Umkehrung statt. Dann sollst du töten. Und da merken wir schon, wie gefährlich diese, also so eine Theologie wird. Richtig gefährlich. Und das war die Idee. Und so ist es auch gekommen bei den Kabbalisten, dass sie sozusagen all das, was so das alte Judentum als Moral gelehrt hat,
als Moral, was ist richtig und was ist falsch. Und das ist ja auch an sich schon absurd genug. Ihr wisst, dass ich bin gegenüber all diesen abrahamitischen Religionen kritisch. Ja? Aber trotzdem hatten die ja noch irgendwo so ein paar moralische Grundsätze. Sabbatäer und Frankisten stellen das auf den Kopf. Es ist die Umkehrung der Ordnung. Und dahinter steckt eben dieser theologische, ja, für mich ist es ein Irrsinn. Ich kann es nicht anders sagen, so. Aber es ist auch nicht mein Irrsinn, aber die Leute glauben daran, wenn du die Dinge komplett umdrehst, dann erreichst du dann auch das Gleiche. Also sehen die so, sie tun Gottes Werk. Die hapoische Sekten im Judentum. Ein echt heißes Eisen, was Frank Stoner diese Woche da angefasst hat, gibt es jetzt auf Nuviso Plus, genauso wie die Ausgaben zum Islam und zum Christentum. Ja, und wer sich jetzt fragt, warum muss das eigentlich hinter einer Paywall geschehen, dem kann ich sagen, das ist gar nicht so. Wir veröffentlichen fast alle unsere Inhalte früher oder später auf YouTube, aber sobald wir sie fertig produziert haben, landen sie halt erstmal auf Nuviso Plus. Und da haben alle unsere Unterstützer Zugriff drauf. Wer uns unterstützt und dabei ist jedem freigestellt, mit welchem Betrag er das im Monat machen möchte, hat Zugang zu Nuviso Plus und dort befinden sich dann eben alle unsere Sendungen. Und ihr unterstützt mit einem solchen Premium-Abo ja all die Sendungen, die wir hier bei Nuviso produzieren. Und uns würde es natürlich freuen, wenn wir noch ein paar Abonnenten mehr begrüßen dürften, denn dann hätten wir auch die finanziellen Möglichkeiten, all die Ideen, die uns in letzter Zeit angetragen wurden, auch zu realisieren. Ja, und kommen wir schon zur letzten Sendung in dieser Woche. Bei Robert Stein wurde mal wieder unser Lieblingsthema, nämlich der 11. September, behandelt. Zu Gast hatten wir diesmal einen Diplomphysiker, Heinz Pommer, und der hat sich mal mit den ganzen verschiedenen Theorien beschäftigt, die zum Einsturz des World Trade Centers existieren. Wir wissen, bereits wenige Jahre nach dem Anschlag vom 11. September kam der dänische emeritierte Chemieprofessor Niels Harrod auf die Idee, dass das World Trade Center nur mit der Explosion von Nanothermit zum Einsturz gebracht sein konnte. Später gab es Dmitri Kalesow, der sogar von einer nuklearen Explosion sprach. Und neuerdings haben wir auch von den Theorien von Dr. Judy Wood erfahren, die von Energiewaffen spricht. Ja, und wer hat nun recht? Dazu sagt Heinz Pommer, alle, aber eben nicht vollständig. Und er hat eine einheitliche Ground Zero-Theorie entwickelt, die er mit Robert Stein besprochen hat. Wir schauen mal rein. Aber gehen wir jetzt mal ins Detail. Also für uns ist es eines der wichtigsten Themen in unserer Zeit. Darauf begründet sich ja die ganze Außenpolitik der NATO, der Vereinigten Staaten von Amerika und so weiter. Also die gesamten letzten zwei Dekaden eigentlich jetzt mittlerweile schon fast, sind geprägt von diesem Ereignis. Und was in der Welt passiert ist seitdem, das ist ja, das hätte man sich nicht ansatzweise vorstellen können. Also ja. welche schrecklichen Sachen hier passieren. Deswegen müssen wir da nachschauen. Und wir versuchen jetzt in diesem Gespräch, diese ganzen Thesen in eine Kiste zu packen. Ja. Wir haben lange miteinander vorher schon telefoniert, wir hatten schon viel Kontakt und ausgetauscht und ich bin zum ersten Mal, so habe ich das Gefühl, so verstanden zu haben, was passiert sein könnte. Aber da müssen wir der Reihe nach vorgehen. Ja. Also an diesem Tag sind drei Türme eingestürzt, nachdem zwei Flugzeuge angeblich aufgetaucht sind. Und die normale Physik hat damit kein Problem, weil man gesagt hat, naja, durch die strukturelle Schwäche und der Brand kam es zu einem progressiven Kollaps, Pfannkuchentheorie. Das Gewicht der oberen Stockwerke hat den restlichen Turm mehr oder weniger zertrümmert. Ja, die besondere Physik der NIST hat damit kein Problem. Genau. Die Physik hat ein großes Problem. Der amerikanische TÜV oder die amerikanische Untersuchungsbehörde, die NIST, das National Institute for Safety and Technology, hat eben einen Abschlussbericht rausgebracht, der diese Pfannkuchentheorie mehr oder weniger in den Augen, in den Köpfen der Menschen verankert hat. Und jeder, der etwas anderes behauptet, ist ja ein 9/11-Lunatic, ein querfrontrechtsesoterischer Verschwörungstheoretiker. Ja. So, das ist dann immer so das gängige Muster. Sind wir. Ja? Wir gehen jetzt dem aber mal nach. Ja, okay. Was sagen Sie zur ersten These? Also nach ein paar Jahren kam ja dann ein dänischer Professor, der den Staub untersucht hat und festgestellt hat, Moment, wir haben hier Spuren,
von einem Energieeintrag von außen und es kann eigentlich nur dieser Sprengstoff gewesen sein, Thermit. Eine These von ihm war der Nanothermit, dass die Reaktionsoberfläche so weit vergrößert worden ist durch die Nanopartikel, dass es nicht nur ein Schmelzmittel ist, sondern sogar ein richtiges Explosionsmittel. Ja. Das habe ich für ein paar Jahre dann verstanden und dachte mir, okay, das war die Erklärung, auch wenn es nicht mit den Bildern passt. Ja. Hatte er recht oder hatte er Unrecht? Er hatte insofern recht, dass wir tatsächlich zur strukturellen Schwächung im Innern des Gebäudes Sprengsätze benötigen, um einen nuklearen Kamin zu machen. Das heißt, sie brauchen einen Verbindungsschacht im Innern, der die Druckluft aufnimmt, sodass die Türme nicht platzen, wenn diese Nadel nach oben schießt. Sie sind schon einen Schritt weiter gesprungen. Sie sehen, dass der Anfänger muss einen Schritt zurückgehen noch. Also man hat für eine Vorbereitung, für einen weiteren Verlauf der Operation, hat man im Inneren einen Schacht gesprengt, damit die Aufzüge und alles, was da innen drin steht, nicht im Weg ist. Ja. Das war die Thermit-Ursache. Ja. Genau. Ah, okay. Und dann kommt gleich das Nächste. Dann kam der Herr Kaletsov, der behauptet hat, er kommt aus einer russischen Spezialeinheit, hat viel Erfahrung mit Atomwaffenexplosionen, mit Kernwaffen. Er kennt sich da gut aus, er war in irgendeiner russischen Spezialtruppe und er hat in einem auch sehr großen Vortrag über 3 Stunden im Netz vor über 10 Jahren eben diese These der Kernwaffe gebracht. Ja. 150 Kilotonnen hat er gesagt. Hatte er recht oder hatte er Unrecht? Er hat zu stark vereinfacht. Er hat, wenn man es ganz grob nimmt, recht und sagt, unten Atombombe, das Ding zerfällt zu Staub. Ja. So. Das große Problem für uns ist, wir verstehen die Dynamik nicht und wir erwarten irgendwelche Effekte, die nicht eingetreten sind. Das heißt, bei der Kernwaffe denkt man immer, großer Blitz, große Explosionswolke, riesen Atompilz und so weiter. Das heißt, er hat korrekt dieses Phänomen in 3 Gleichungsteile zerlegt. Das eine ist der Energieeintrag, das andere ist die Pulverisierung und das dritte sind radioaktive Zerfallsprozesse. Mhm. Also 3 Komponenten einer Gleichung. Er hat sich allerdings in der Geschwindigkeit des Energieeintrags geirrt. Das heißt, wir hatten einen langsamen Energieeintrag im Boden und keine Detonation in einer Milli- oder Mikrosekunde, sondern wir hatten eine Reaktorbombe, die sich 1 Stunde Zeit ließ, den Boden aufzuheizen. Das war also der erste Fehler von Kaletsov, dass er eine gewaltige Druckexplosion quasi fordert. Und das zweite ist die Zerstaubung des gesamten Turmes. Der stand ja noch die ganze Zeit. Mhm. Das heißt, die Spitze kam nicht einfach so bröselig von oben runter, sondern der Turm stand die ersten 15 Sekunden stabil und hat sich dann entsprechend dem Bild hier fontänenhaft entladen oder zerstört. Robert Stein im Gespräch mit Heinz Pommer gibt es jetzt bereits auf dem YouTube-Kanal von Steinzeit. Ja, und das war's auch schon für diese Woche. Ich kann nur noch mal dazu appellieren, schreibt Kommentare, wie ihr das neue Format Flugmodus findet. Abonniert den Kanal Märchenzeit, Urwissen der Menschheit und legt euch ein Nuviso Plus Abo zu, wenn ihr noch keins habt. Denn da warten wunderbare Folgen von Stoner Frank und Frei und noch viel mehr. Für diese Woche war's das. Ich sage danke fürs Zusehen. Bis nächste Woche. You